Jo, ein ganz liebes und ganz fröhliches Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Case Opening. Da mehrere Leute gefragt haben, wann mal wieder eins kommt und das letzte ist jetzt ein Monat her. Ja? Also ich habe jetzt seit einem Monat keine Case mehr geöffnet, also Gratulation an mich. Aber naja, es ist einfach dumm, weil das letzte Case Opening, das waren 20 Cases und ich habe zwei lilane bekommen und sonst nur blaue. Da habe ich gut 40 Euro Verlust, also da habe ich wirklich nichts gezogen. Das ist mir noch nie passiert, dass ich wirklich nichts über einem Euro gezogen habe. Also das war schon heftig, das war das Schlechteste aller Zeiten. Und vor allem dann noch mit 20, nicht mit 10 Cases. Wie es ja eigentlich mal, also ja, habe ich ja mal gesagt, eigentlich Standard wäre für meine Case Openings. Genau, aber wie gesagt, es ist jetzt ein Monat her und ja, es macht ja doch ganz Bock. Und einmal im Monat 10 Cases zu öffnen oder vielleicht auch mal 20, je nachdem. Das finde ich jetzt nicht so krass und genau, habe ich mir jetzt gerade gekauft, Chroma 2 Kisten für 18 Cent. Warum Chroma 2 ist ganz klar, wenn man Knife zieht, ist es natürlich ein neues Chroma Knife und die Hyper Beast ist drin. Die Neon Rider habe ich tatsächlich schon und finde ich jetzt auch persönlich, also sie ist schon geil, aber sie ist halt leider nicht so viel wert für einen Red Skin. Aber ja, selbst wenn ich die jetzt ziehen würde, würde ich jetzt nicht sagen, oh nein, wieso nur die Neon Rider, oh. Naja, und ansonsten die Wormgod und so, Farmer's Gin, sind ja trotzdem ein paar geile Skins drin, die auch eigentlich was wert sind. Genau, auch wenn ich jetzt bei 10 Kisten jetzt nicht wirklich erwarte, dass ich da großartig was ziehen werde, aber ich meine, wie gesagt, es ist ein Monat her, das heißt, mein Ultra Bad Luck vom letzten Monat müsste jetzt eigentlich nicht mehr da sein. Alter, nur 4 Lilane hintereinander und ich krieg die Max 7 Heat. Wieso nicht die Wormgod, verdammt nochmal. Obwohl die eigentlich ziemlich nice aussieht, aber die habe ich halt auch schon. Glaube ich zum. Ja, doch, die habe ich. genau. Puh, ist die Elite-Bild eigentlich immer noch so viel wert wie am Anfang? Ich glaube nicht, ne? Oh, da ziehe ich direkt eine. Ja, wahrscheinlich nicht. 30 Cent wahrscheinlich noch so oder sowas. Weil die halt echt gar nicht mal so scheiße aussieht. Also, ich muss sagen, die Red Laminate oder die Blue Laminate finde ich persönlich ziemlich hässlich. Oder auch die Black Laminate. Alle übelst hässlich und die sind ja in guter Condition und oder auch noch Statrick Shot. Die sind ja über 10 Euro wert, glaube ich. Also verstehe ich nicht, wer dafür so viel Zeit. Ich meine, die kostet. Gut, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Sagen wir mal ein Factory New 1 Euro und ein Statrick Factory New vielleicht 3 oder 5. Sieht doch 10 mal besser aus, oder? Also ganz ehrlich. Ich mag diese ganz normalen. Diese billigen AK-Skins sehen alle mega hässlich aus und die teuren. Ja, die sind teuer. Das ist das Problem, aber es nicht AK-Spieler reicht mir auch meine AK-Kartell eigentlich. Genau. Das war jetzt schon fast die Hälfte und ich habe wieder nichts. Kann ja gar nicht wahr sein. Na also, wenigstens lila. Pole Position. Ja, wenn ich CZ zocken würde, boah. Alter, die sieht Factory New. Wenn die nicht Factory New ist, ja, dann fresse ich jetzt einen Besen. Come on, da ist nicht ein Kratz. Das muss ich jetzt nachschauen. Okay, ich fresse keinen. Wo ist da bitte ein Kratzer? Es kann doch nicht wahr sein. Die sieht halt perfekt aus. Außer wenn das hier nicht dazugehört. Aber ich weiß jetzt nicht, das sieht mir nicht wie ein Kratzer aus. Das sieht schon so aus, als würde es dazugehören. Alter, what the fuck, ey. Sein Bullshit. Naja. Egal. Wäre auch in Factory New jetzt nicht so viel wert. Aber ja, ich meine halt. Es sieht halt geil aus. Ich meine. Bitte! Yes! Statrick Wormgod. Let's go, baby. In Factory New. Let's fucking go. Nice one. Sehr schön. Jetzt noch einen pinken und einen roten und dann noch einen Knife und dann haben wir alles gehabt, was wir haben wollten, oder? Dann ist nochmal Statrick. Die Valence. Auch nicht schlecht. Sieht eigentlich echt gar nicht mehr so scheiße aus. Ich finde, bei den neuen Kisten haben sie übelst die geilen Blue Skins gemacht, teilweise. Oder auch lila, ne? Wo halt eigentlich gar nichts wert sind, aber wo halt einfach schon ziemlich geil aussehen. Also wo sich halt auch jeder kaufen, jeder leisten kann, ohne jetzt großartig da 100.000 Euro reincashen zu müssen. Finde ich eigentlich ganz geil gemacht. Genau.
Komm schon. Ja, aber ich würd echt gerne die Hyper Beast bekommen. Ich finde es jetzt nicht so ultra mega super nice, dass ich sagen würde, okay, ich würde jetzt dafür töten. Also, sie sieht geil aus, aber es ist jetzt nicht so. Der beste M4-Skin ist es meiner Meinung nach nicht. Weil es aktuell halt keinen besseren gibt. Also, es könnte bessere geben, wenn diese ganzen Workshop-Skins kommen. Also, in der nächsten Case, aber ich bezweifle, dass in der nächsten Case schon wieder ein M4-Skin drin sein wird, weil ich meine, die Case ist jetzt die zweitneueste. Von daher, ja, glaube ich jetzt mal ja nicht. Aber egal, letzte Case. Boys. Und. Oh, das Statrick Negev. Yes. Das war die erste Negev heute, glaube ich sogar. Oh, Boys. Dann schauen wir es uns nochmal an, was wir bekommen haben. Ja, gut, so gesehen natürlich wieder in Anführungszeichen nur drei Lilane. Aber zwei Statrack Blues und ein Statrack Lila in Factory New. Also ich glaube schon, dass die mindestens 5 € wert ist. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, 8,70 € ist die wert. Also yo. Eigentlich ziemlich gut gelaufen. Und dann überall gute Conditions eigentlich. Ja, zweimal Kampfsprung, ansonsten nur gute Conditions. Also yo. Richtig nice gelaufen. Hier nochmal das Knife. Schaut es euch an. Einfach nur zum Verlieben. Und ja, würde ich sagen, war es das schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.